die ehrenvolle Aufgabe, beide Kameraden für 50-jährige Mitgliedschaft zu ehren. Die Urkunden sind gleichlautend, nur die Namen und Dienstgrade sind anders. Und ich lese jetzt mal die Urkunde von euren Ehrenortsbrandmeister. Landesfeuerwehrverband Niedersachsen, Spitzenverband der Feuerwehren in Niedersachsen. Urkunde. Als Dank und Anerkennung verleihen wir Herrn Ehrenortsbrandmeister Gustav Adolf Buchholz das Abzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Der Präsident Karl-Heinz Banse, Wennigsen Deister, den 3.3.2018, Karl-Heinz Bensing, Vorsitzender des Feuerwehrverbands Region Hannover e.V. Herzlichen Glückwunsch. Ich schreie schon, wenn du zu tief bist. Ja, die kannst du mal. Schön, dass es dich jetzt auch mal trifft. Ich muss gerne mal gucken. Ist hier noch ein Anstellung? Ja. Bitte schön. Moment mal bitte. Und ebenfalls als Dank und Anerkennung verleihen wir Herrn Hauptfeuerwehrmann Manfred Grother das Abzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt darfst du. Okay. Ich stecke erst an und dann. Wir bleiben bitte stehen. Und jetzt kommen wir zu denjenigen, die das alles erstmal noch erreichen wollen. Zuerst möchte ich nach vorne bitten. Stadt Burgdorf, Freiwillige Feuerwehrernennungsurkunde. Herr Marcel Meyer, Feuerwehrmann, wird mit Wirkung, hier steht noch 4.11., also vom 3.3.2018, zum Oberfeuerwehrmann ernannt. Stadtbrandmeister Heuer, Ortsbrandmeister Kurowski. Glückwunsch. Jetzt kommen wir zu den etwas höher dekorierten. Der Hauptfeuerwehrmann Ivo Schirmer wird mit Wirkung vom 3.3.2018 zum Löschmeister ernannt. Glückwunsch. Und der erste Hauptfeuerwehrmann Alexander Jung wird ebenfalls mit Wirkung vom 3.3.2018 zum Löschmeister. Herzlichen Glückwunsch. Übergeben an den höchsten Vertreter der Verwaltung. Feuerwehrkameraden, ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, unseren Ortsbrandmeister Herrn Kurowski zu befördern. Für mich in zweierlei Hinsicht was ganz Besonderes. Zum einen ist es meine erste Beförderung, die ich selber ausspreche. Zum anderen befördern wir einen sehr jungen Ortsbrandmeister. Ich habe für mich selbst mal grob hochgerechnet, also ich brauche noch 35 Jahre, bis ich in Rente gehen darf. Herr Kurowski ist noch etwas jünger, also die nächsten 35 Jahre können wir zusammen definitiv den Brandschutz hier in der Stadt Burgdorf zusammen gestalten. Ich verlese die Urkunde. Stadt Burgdorf, Freiwillige Feuerwehr. Ernennungsurkunde. Herr Markus Kurowski, Oberlöschmeister, wird aufgrund seiner Leistung in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Burgdorf, Ortsfeuerwehr Oze, nach Erfüllung der geforderten Dienstzeit und erfolgreichen Teilnahme an den vorgeschriebenen Lehrgängen mit Wirkung vom 3.3.2018 zum Hauptlöschmeister ernannt. Diese Ernennung wird in Erwartung vollzogen, dass der Ernannte seine ganze Kraft in den Dienst der Freiwilligen Feuerwehr stellt und das Vertrauen rechtfertigt, das ihm durch diese Ernennung bewiesen wird. Burgdorf, den 3.3.2018, Bürgermeister Baxmann, Stadtbrandmeister Heuer. Vielen Dank. Und jetzt bitte ich nach alter Feuerwehrart und Sitte den Ernannten und Geehrten ein Dreifachgut Wehr auszubringen.
Tief durchatmen. Wir beglückwünschen die Ernannten und Geehrten mit einem dreifachen Gut! Wer? Gut! Wer? Gut! Wer? Dankeschön.